Mit dabei als Botschafter für den Drehort Harz war Patrick Vollrath. Er hat mit seinem neuen Kurzfilm fast jeden Nachwuchspreis gewonnen, unter anderem den renommierten Studenten-Oscar. Jetzt heißt es aber erstmal auf dem Teppich bleiben. Naja, ich bin im Harz geboren und 20 Jahre lang dort aufgewachsen und kehre da auch noch, meine Familie ist da und ich kehre auch immer wieder hin zurück. Von daher finde ich das schon okay, wenn ich beim Thema Harz irgendwie Teil davon bin, weil ich fühle mich natürlich auch, der Harz ist halt meine Heimat. Sein 30-minütiger Film Alles wird gut erzählt in eindrücklichen Bildern und einer sehr intensiven Dramaturgie eine außergewöhnliche Vater-Tochter-Geschichte. Erzählen uns jetzt um und gehen uns die Zähne putzen. Nein. Doch. Ich will nach Hause. Das weiß ich, dass du nach Hause willst. Habe ich schon verstanden. Warum fahren wir nicht nach Hause? Es reicht jetzt! Tut mir leid. Es tut mir leid. Der Film hat nun eine Nominierung zu den Oscars 2016 erhalten. Aber darauf will Vollrath sich nicht ausruhen. Nee, mir war damals schon nach der Premiere und nach dem ersten Preis bewusst, dass ich jetzt nachlegen muss. Und ich habe dann auch angefangen zu schreiben. Und das ist jetzt alles schon in der Vorbereitung oder in der Drehbuchphase. Also ich habe versucht, diesen ganzen Wirbel so ein bisschen mitzunehmen und daraus dann auch wirklich dann quasi Profit zu schlagen. Dein nächster Film wird ja jetzt auf jeden Fall im Harz gedreht, oder darfst du das gar nicht sagen? Nein, mein nächster Film wird in einem Studio gedreht und spielt ausschließlich in einem Flugzeug. Also von daher, aber ich habe es eben auch schon gesagt, vielleicht fliegt das Flugzeug ja über den Harz in Special Effects.